Herzlich willkommen beim Podcast Modern Work trifft Arbeit Education Edition. Mein Name ist Selina und du bist hier richtig, wenn du dich für New Work, modernes und agiles Arbeiten interessierst. In der heutigen Welt sind Probleme allgegenwärtig, sei es in Unternehmen, persönlichen Angelegenheiten oder in der Gesellschaft. Doch wie können wir diese Probleme effektiv lösen? Eine bewährte Methode ist die 5-Why-Methode. Diese einfache, aber kraftvolle Technik ermöglicht es, die Ursachen von Problemen zu identifizieren und nicht nur die Symptome zu behandeln. Im vorangegangenen Podcast haben wir es auch schon gesagt, auch im agilen Arbeitsumfeld wird diese Methode in der Retrospektive angewendet. Doch was ist nun die 5-Why-Methode? Die 5-Why-Methode ist eine systematische Technik zur Problemlösung, die ihren Ursprung im Toyota-Produktionssystem hat. Diese Methode basiert auf der Idee, dass hinter jedem sichtbaren Problem eine oder mehrere Ursachen stecken, die weiter untersucht werden müssen, um das Problem nachhaltig zu lösen. Doch was ist nun die 5-Why-Methode? Die 5-Why-Methode ist eine systematische Technik zur Problemlösung, die ihren Ursprung im Toyota-Produktionssystem hat. Die Grundidee ist ganz einfach. Man stellt sich fünfmal die Frage warum in Bezug auf ein Problem, um die tiefer liegenden Ursachen zu ergründen. Durch diese W-Fragen wird eine schrittweise Analyse des Problems durchgeführt, um den Kern des Problems zu identifizieren und nicht nur oberflächliche Lösungen zu finden. Die 5-Why-Methode funktioniert wie folgt. Zunächst wird das Problem identifiziert. Dabei ist es notwendig, dass das Problem so klar und so präzise wie möglich formuliert wird. Dies ist notwendig, um den Fokus zu behalten. Im nächsten Schritt stellt man sich die Warum-Frage und es werden die primären Ursachen gesucht. Diese Ursachen werden dann notiert. Basierend auf der ersten Antwort wird die Frage erneut gestellt und man geht immer mehr in die Tiefe. Die Warum-Frage wird insgesamt fünfmal gestellt. Sobald die Hauptursache ermittelt wurde, können Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem anzugehen. Man sollte sich in diesem Zusammenhang darauf konzentrieren, die identifizierte Ursache zu beheben, um langfristige Lösungen zu finden. Doch warum ist nun die 5-Why-Methode so effektiv? Indem man sich schrittweise zu den Ursachen vorarbeitet, erhält man ein besseres Verständnis für das Problem und kann dessen Wurzeln besser erkennen. Anstatt sich auf oberflächliche Symptome zu konzentrieren, konzentriert sich die Methode darauf, die eigentlichen Ursachen zu ermitteln. Dies führt zu nachhaltigeren Lösungen. Die 5-Why-Methode kann, wie in der Retrospektive, im Team durchgeführt werden, wodurch verschiedene Perspektiven und Ideen zusammenkommen, um das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die 5-Why-Methode ist somit eine leistungsstarke Technik, die dazu beiträgt, Probleme an ihrer Wurzel zu packen und nachhaltige Lösungen zu finden, indem man nicht nur die oberflächlichen Symptome behandelt, sondern sich auf die tiefer liegenden Ursachen konzentriert, ermöglicht diese Methode eine effektive Problemlösung in den verschiedenen Bereichen des Lebens. Wenn du mehr zur 5-Why-Methode wissen möchtest, komme gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge soll es nun um die Scrum-Artefakte gehen, und zwar den Produkt-Backlog, den Sprint-Backlog und das Inkrement. Wir hatten diese Begrifflichkeiten in den vergangenen Podcasts immer wieder genannt und noch nie direkt darüber gesprochen. Dies soll nun in der kommenden Podcast-Folge der Fall sein. Nun heißt es dir als Zuhörerin, Danke zu sagen. Danke, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn du keine Folge unseres Podcasts verpassen möchtest, folge uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Gerne darfst du auch unseren Podcast weiterempfehlen. Und nun hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.